So, heute wieder in so einer langweiligen Aussicht hier. Und wir haben die schöne Frage, hast du eigentlich auch Tage in deinem Leben, die nicht geil, nice geil sind? Ja, das ist natürlich einer der Tage heute, die überhaupt nicht nice geil sind hier. 800 Höhenmeter, 24 Kilometer, ist das nice geil? Nein. Alles eine Frage der Perspektive. Alles eine Frage der Perspektive, ja, genau. Ja. ja, was soll man dazu sagen? Nee, natürlich nicht. Also ich meine, das im Leben ist immer alles gemischt. Und klar, wir versuchen da den höher schwingenden Pfad zu nehmen, ne, und auf die bessere Zeitlinie zu kommen. Und ja, da auch super viel erreicht und mein Leben ist definitiv ja, also in ganz großem Maße total nice geil geworden. Aber natürlich, solange wir leben, kriegen wir immer neue Aufgaben, Herausforderungen. Und klar, ich darf auch weiter wachsen. Wie wir alle wissen, wächst man ja in Dingen, die oft auch nicht so schön sind. Und ja, natürlich, ich habe ja auch schon ein paar Videos gemacht. Natürlich gibt es dann, bei mir sind es ja gerade so diese Wachstumsschmerzen, sage ich mal, dass man so an Punkte kommt, wo man dann sich doch mal ein paar Säue an der Eiche reiben, wie wir in Westfalen so sagen. Das ist natürlich als Metapher nur gemeint. Und das ist natürlich manchmal auch nervig und anstrengend und da musste ich mich ein bisschen drum kümmern. Das war auch nicht immer nice guys. Also das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass das immer Spaß macht. Aber irgendwie, manchmal kommt man ja auch in so einen Vibe rein, wo ja, wo es dann doch wieder, wo man merkt, ja, das Leben ist ein Abenteuer, es gibt immer neue Challenges und das ist ja auch wieder, kann man ja auch wieder auf eine höhere Sichtweise gehen und sagen, hey, ist irgendwie cool, ne? Weil wir wollen es auch nicht immer langweilig haben und ich weiß nicht was. Aber klar, ich mache auch die Übungen, die ich da vorschlage in meinen Kursen, ich mache die auch immer wieder, ich vergesse die auch immer wieder und dann mache ich sie wieder und versuche zu meditieren und vergesse es wieder, mache Dankbarkeitsübungen und vergesse es wieder und also, ja, das ist ein stetiger Weg. Aber ja, ich glaube, solange wir leben, werden wir immer Kontrast haben, also vielleicht oder Dualität haben, es sei denn, kommen alle noch in die irgendwelche höheren Sphären, wo es die Dualität nicht mehr gibt. Das ist natürlich schön dann. Aber ansonsten, ja, hat man das ja jeden Tag so ein bisschen. Merkt man beim Wandern, merkt man das auch total, finde ich. Dann ist es total schön und kühl und toller Weg und dann ein paar Stunden später tut alles weh und man quält sich und schmeißt. Und Aline schmeißt die Stöcke irgendwo hin. Nein, Schuldumkehr. Spaß. Ich schmeiß die Stöcke irgendwo hin und bin total genervt. Ich nehme mich das nächste Mal auf. Ja, und ist total genervt und ist einfach nur noch genervt irgendwie, ne? Ja. Ja, aber insofern, ja, was soll's. Also ich versuche mich ja auch immer weiterzuentwickeln. Aber ich glaube schon, dass man dahin kommen kann, dass die Challenges immer weniger werden und ja, man einfach immer noch sich so ein bisschen höher schwingt sozusagen. Ah ja, kleinen Zusatz noch dazu, dass was mich immer total nervt an so Instagram und Facebook-Posts, dass immer allermeisten Leute dann diese Sinnsprüche fällt dir gerade einer ein? Ich weiß nicht, die dann suggerieren, als wenn diese Personen, die da schreiben, natürlich alles durchblickt hätten und es ist so totaler Quatsch. Also keiner hat nur nice geile Tage, das kann mir auch keiner erzählen und vor allem die Leute, die solche Memes posten, hatten wahrscheinlich ebenfalls keine nice geilen Tage und posten auch solche Memes, ist auch total in Ordnung. Aber mich nervt das manchmal, dass ich finde eigentlich viel cooler, wenn jemand schreibt, ey, das Leben ist auch manchmal einfach ein fucking Kampf irgendwie, finde ich, würde ich viel mehr abfeiern, als irgendwie so, alles immer, jeder Tag ist immer nice, geil, alles immer nice, geil. Also nee, die schreiben ja nicht, aber, weiß ich nicht, fällt gerade leider kein Meme ein, aber so diese Poesiealbumsprüche, die natürlich, also stimmen sie natürlich irgendwo, aber es ist alles, ja, man muss erstmal durch die Scheiße gehen, um da irgendwo Gold zu finden. Ich glaube, das ist für jeden so, ne? Naja, genau. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.